Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und als er gerade mal so richtig gut drauf war, kreierte er seine größte Schöpfung, das Internet. Zumindest wenn man dem Religionsunterricht glauben mag. Vielleicht hat aber auch Odin irgendwann genug von den Trollen gehabt und erdachte das Netz, um sie darin zu fangen. Möglicherweise hat es auch Ra erfunden, um seine Goa'uld unter dem Deckmantel eines Computerviruses zu verbreiten. Eines fernen Tages, in unendlichen Weiten des Cyberspace, knackte Stephen Hawking eine Walnuss. Diese verpuppte sich und daraus wurde dann ein wunderschöner Schmetterling. Und als dieser mit den Flügeln schlug, fiel in China ein Sack Reis um. Und wie es der Zufall so wollte, gelang es dem hartnäckigsten Reiskorn zur großen Eizelle des WWWs zu gelangen. Und gerade mal 9 Monate später gebaren die Medichlorianer den Kanal von Parappa. Soweit zur trockenen und wissenschaftlichen Theorie zur Entstehung dieses Channels. Ich weiß, für viele wird das nun ein kleiner Schock sein. Doch das ist nicht ganz die Wahrheit. Lasst euch mal erzählen, was sich wirklich zugetragen hat. Was soll man schon groß über Papa Sarappa sagen, außer, ja, dass er genau das nicht tut. Wie viel Zeit habe ich? Das schaffe ich. Vor über 3 Jahren waren Parappas noch in einer Fülle von Foren und anderen Plattformen aktiv. Durch enorme Umwälzungsprozesse hat sich die Population allerdings stark reduziert, so dass seit jeher nur noch von dem, also The Parappa, die Rede sein kann. Also ähnliche Vorgänge wie bei The Shredder oder The Beatles. Dieses Exemplar hat sich bei YouTube eingenistet und erweckt den Eindruck großer Zufriedenheit. Es beglückt seine Umwelt gern mit recht individuellen und abwechslungsreichen Werken, die zudem mit einer sehr persönlichen Note markiert werden. Auch ist ihm eine Bindung zu anderen Geschöpfen dieses YouTubes überaus wichtig. Bemerkenswert ist dabei, dass zweierlei Bemerkenswert ist dabei eine individuelle Behandlung, die für diese Gattung überaus typisch erscheint. Wir können alle nur hoffen, dass dieses zutrauliche Unikat uns noch viel Freude bescheren wird. Die Chancen dafür stehen überaus gut. Okay, also bevor jemand an meinem Schizos Geisteszustand zu zweifeln beginnt, erzähle ich mal lieber, was das hier eigentlich alles soll. Der Zockerbuden-Kanal wird 3 Jahre alt. Hurra! Naja, und da ich in letzter Zeit oft gefragt werde, warum ich das hier eigentlich alles mache und wie sich alles entwickelt hat, dachte ich, ist das jetzt mal eine gute Gelegenheit, eben dies zu tun. Also, willkommen bei der History of Parappas Channel, whatever. Der Anlass, aus dem ich begonnen habe, Videos zu machen, ist zunächst erstmal ganz banal. Ich sah ein professionelles Video über Videospiele und war mit diesem aber so unzufrieden, dass ich mich dazu berufen fühlte, dieses zu übertreffen. Ihr müsst wissen, ich war jahrelang Abonnent der GamePro und vor einigen Jahren lief in dieser Zeitschrift eine Retro-Reihe mit dem Namen Retro-Checks. Im Zuge dieser Serie wurden jeden Monat 10 Spiele einer bestimmten Retro-Konsole vorgestellt, von Atari über Sega bis zu Nintendo. Nun, dass das Super Nintendo nach wie vor meine Lieblingskonsole ist, muss ich wohl nicht weiter erwähnen. Umso gespannter war ich eben auf diesen Retro-Check, da alle vorangegangenen echt gut waren. Doch gerade dieser sollte eine herbe Enttäuschung werden. Textlich war es eher Durchschnitt, aber noch schlimmer war der Kommentator selbst und seine ach so wundervolle Betonung. Oh je, ich erinnere mich noch genau, wie es war. Nun, wie wir im Ergebnis gesehen haben, konnte ich es leider nicht besser. Aber immerhin war es der Startschuss für meinen Kanal. Und auch wenn man es sich inzwischen kaum noch vorstellen mag, wenn man sich die Qualität so betrachtet, ich habe an meinem ersten Video Wochen zugebracht. Zu dem Zeitpunkt war ich noch ein armer kleiner Gymnasiumsbesucher und besaß keinen Aufnahmeschnickschnack. Und YouTube-Downloader gab's auch nicht, zumindest war mir keiner bekannt, der was taugte. Letztendlich sind alle Szenen, die man im Video sieht, von mir selbst mit Emulator und Desktop-Cam aufgezeichnet. Immer in Erinnerung bleiben wird mir in diesem Zusammenhang der Secret of Evermore-Abschnitt, in dem ich, um den Detailreichtum des Spiels zu zeigen, unbedingt den Kopf des Sumpfmonsters präsentieren musste. Ich habe also circa ein Viertel des Spiels allein für diese 7 Sekunden gezockt. Heute wäre ich wahrscheinlich nicht mehr ganz so übermotiviert für derlei Schelmereien. Später folgten ein paar mehr oder minder gelungene AMVs über Kickers, Hellsing und Dragon Ball.
Letzteres dürften allerdings nur noch meine Urabonnenten kennen, da es aus Urheberrechtsgründen vor langer Zeit gelöscht wurde. Abgesehen davon gab es noch mehr SNES-Spiele, die gezeigt werden mussten, also kam der Retro-Check Nummer 2, da eine ordentliche Steigerung gegenüber Nummer 1 war. Neues Intro, bessere Soundqualität, bessere Bildqualität und vor allem etwas sauberer gesprochen. Kurz darauf kam der finale Teil des Retro-Checks, den ich jedoch für misslungen halte. Ursprünglich wollte ich auch an dieser Stelle aufhören, da ich mein Ziel, einen SNES-Bericht zu machen, so wie ich ihn mir wünsche, erfüllt hatte. Allerdings hatte ich Blut geleckt. Videos basteln wurde immer mehr mein Hobby. Ich hatte Spaß daran zu sehen, wie ich mich steigern konnte. Ein gutes Training, um Kritik abzukönnen, war es auch, meine Videos in Fachforen zu posten. Für meine Mortal Kombat History habe ich wochenlang recherchiert und Material gesammelt, aber in Deutschlands größtem MK-Forum wurde es dennoch zerfetzt wie nix. Und das war auch gut so, denn nur so wächst man. Und solche Aktionen täten auch so manch anderem Videoproduzenten gut. Ich fing an, mein Themengebiet zu erweitern und so entstanden die ersten Filmkisten. Über diese habe ich auch HuDMX kennengelernt. Ich habe im Web über das Cartoon-Special Cartoon Stars gegen Drogen gesucht und habe eben seinen Bericht dazu gefunden und fand es einfach genial. Ich habe ihn natürlich dann gleich abonniert und bin starker Stets-Abonnierer bei ihm, wie man so nicht, wie ich es gern sage. Und habe dann meinen ersten Kommentar dazu verfasst. Und über den Kommentar ist dann ja der Parappa auf mich aufmerksam geworden und ich kann mich noch ganz genau damals erinnern, mein erster BN von ihm. HuDMX, wie hast du es geschafft, so viele Abonnenten zu bekommen? Und damals hat der Parappa so ca. 20, 30 Abonnenten gehabt und ich habe knapp über 200 gehabt. Und ich habe gesagt, Parappa, kommt Zeit, kommen Abonnenten. Und schau mal, es ist 3 Jahre später und wie viele Abonnenten hat er? Fast 2500. Und ich bin knapp über die 500 drüber. Also eigentlich müsste ich fragen, Parappa, wie hast du so viele Abonnenten gekriegt? Aber ich muss sagen, Parappa, deine Videos sind genial und ich hoffe, wir sehen auch weiterhin coole Videos aus der Zockerbude und ich hoffe, du bleibst uns noch lange erhalten. Jedenfalls hatte ich mit ihm meinen ersten YouTube-Kollegen und so lustige kleine Nebenprojekte wie die Transformers-Dubisoden entstanden. Eines Tages werde ich der Anführer sein, London. Und dann machst du, was ich sage. Vorsicht, Starscream. Megatron ist stark und erbarmungslos. Praktisch unbesiegbar. Und darum wirst du niemals die Führung übernehmen. Keine Sorge. Ich finde einen Weg. Jeder hat so seine Schwachstelle. Ach ja, aber nicht Megatron. Willkommen zu der ersten Folge meines Final Fantasy 7 Erfahrungsberichtes. Zunächst ein paar erklärende Worte. Als ich dieses Spiel vor gut 8 Jahren das erste Mal in meiner Sache stand aber schon unlängst für mich fest. Ich musste unbedingt ein Video zu einem meiner Lieblingsspiele ever machen. Final Fantasy 7. Nur was war die Frage? Eine normale Review kam dann nicht in Frage. Ich hätte nicht alles, was ich erzählen wollte, unterbringen können. Also ein Mehrteiler. Das gäbe mir schon etwas mehr Platz für Details, aber dann verstricke ich mich am Ende in Kleinigkeiten und lasse andere weg. Letzten Endes lief es darauf hinaus, das ganze Spiel am Stück durchzuspielen und dabei meine Erfahrungen als Fan, aber auch meine Interpretation als Kritiker und Beobachter mitzuteilen. Die ersten paar Folgen waren noch sehr holprig, einfach weil ich erst meinen Stil definieren musste. So ab Folge 7 gab es die erste große Veränderung in der Qualität. Der Inhalt wurde dichter und es ging sehr viel humorvoller zur Sache, verstärkt durch Querverweise und Anspielungen. Den zweiten großen Schritt gab es bei Folge 23, die ich nach wie vor für meine beste in der Serie halte. Textlich ein Riesenschritt nach vorne. Nur schade, dass da die Reihe fast vorbei war. Rückblickend ist und bleibt der Erfahrungsbericht eines meiner Lieblingsprojekte. Nicht nur, weil ich durch ihn eine Menge Aufmerksamkeit gewonnen habe, sondern auch, weil ich durch ihn tiefer in die FF7-Materie eingetaucht bin als je zuvor. Dieser Bericht ist einfach mein Baby, wie viele meiner Videos. Umso amüsanter finde ich ja die Trittbrettfahrer, die versuchen ihn zu kopieren, anstatt etwas Eigenes zu schaffen und dann scheitern. Ein Tipp an alle meine Zuschauer da draußen. Strengt euren eigenen Kopf an, versucht nicht jemand anders zu sein oder dessen Konzept zu imitieren. Es kann nur schief gehen, weil man nicht Teil dieses Projektes ist, was ja auch ein Teil von mir war. Ich hoffe, das klang jetzt ein Stück weit plausibel. Und da es ein Thema ist, was mir persönlich am Herzen liegt, dachte ich, zeige ich mich mal selbst an Onscreen, wie man so schön sagt. Aber keine Sorge, das wird eine eher einmalige Sache sein, so wird das nicht vorkommen. Ich bin eher lieber hinter der Kamera. Und auch keine Sorge, ich werde jetzt hier nicht irgendwie besonders abgehen. Ja, und es war nie gedacht, dass ich mich mal vor der Kamera zeige. Nur als ich es dann tat, ging es mir eher darum, mir selbst die Einleitung zu Videos zu erleichtern. Aber so im Laufe der Zeit machte mir das Agieren vor der Kamera immer mehr Spaß. Gerade in der Review Entertainment Zeit sind ein paar meiner besten Berichte entstanden, wie ich finde. Dick Dogs, X-Men, Mega Man 2, aber auch ein paar meiner schlechtesten, so viel ist klar.
Deshalb bin ich auch ausgestiegen. Durch diese Ein-Wochen-Frist hat die Qualität einfach zu sehr gelitten. Gerade die Cowboy Bebop Review ist eine, die ich mir selbst nicht mehr anschauen kann, einfach weil ich sie so unfassbar grottig finde. Die Spitze des Eisbergs war dann aber ein toller Ratschlag vom DVD-Kollektor, der mir ans Herz legte, ich solle doch, wenn ich Zeit hätte, mehrere Reviews hintereinander aufnehmen und so immer Reserve haben. In dem Moment wusste ich, dass ich da fehl am Platz war. Dass ich für ein einziges meiner Videos oft mehr als einen Tag brauche, um den Standard zu erreichen, den ich habe, das schien da völlig unvorstellbar. Ist ja auch klar, wenn man praktisch jede Woche dasselbe Video macht und immer nur eine andere DVD in die Kamera hält, dann geht das natürlich fix und ohne großen Aufwand. Mein Ziel war es jedoch immer, dass jedes Video eine eigene Note haben sollte. Nun, was die Geschichte ab da angeht, gibt es nicht viel zu erzählen. Neue Konzepte kamen, neue Serien entstanden, Partnerschaften kamen und gingen und auch so manche Schaffenskrise und persönlichen Widerstände wollten überwunden werden. Was Ersteres angeht, so hat mir aber die Passion Videospiel geholfen. Ein umfangreiches Video, das von vorn bis hinten genau so ist, wie ich es will. Ohne jeden äußeren Einfluss, aber umso mehr Investition von Arbeit. Mein kleines, persönliches Meisterwerk. Und nicht zu vergessen, die Oblivion-Tagebücher. Diese Reihe ist in erster Linie nicht dazu gedacht, irgendwen zu unterhalten. Sie ist eher ein wahnsinniger Spielplatz für meinen Geist, auf dem ich von ernsteren Projekten abschalte und mich austoben kann, wie ich Lust habe. Genau das repräsentiert ja auch mein alter Ego, Parappa der Dunkelelf. Er ist ein Soziopath, der nur das tut, was er will. Er hat kein Gefühl für andere und kann sich nicht vorstellen, dass er anderen mit seinen Taten Leid zufügen könnte. Genau diese, ich nenn's mal, moralische Unbefangenheit ist es, die mir an dem Projekt so viel Spaß bereitet. Nun, nach 3 Jahren kann ich immer noch nicht von mir behaupten, einen festen Stil zu haben. Aber irgendwie stört mich das auch nicht, so bleibt Bewegung in der ganzen Sache. Ich kann nicht sagen, was die Zukunft bringt, außer dass ich vorhab, noch einige Zeit hier zu bleiben. Es gibt einfach noch zu viele Spiele, die es wert sind, gezeigt zu werden. Und solange ich das denke, wird es auch die Zockerbude geben. Und falls es jemand interessiert, hier noch eine schnelle Top 10 über meine persönlichen Lieblingsvideos aus den letzten 3 Jahren. Die, die ich anderen vorführen würde, wenn ich gefragt werde, was ich hier eigentlich mache. Platz 10, die Blood Omen 1-Analyse. Platz 9, die King's Quest 7 Review. Platz 8, der SNES Retro Check 2. Platz 7, Filmkiste Nummer 13, die Barbaren. Platz 6, die Dig Dogs Review. Platz 5, die Top 10 Videospiel Bösewichte. Platz 4, Final Fantasy 7 Folge 23. Platz 3, Oblivion Tagebuch Tag 1. Platz 2, die Passion Videospiel, natürlich. Und Platz 1, die Exciteback Review. Ja, ich weiß, da werden manche komisch gucken, das scheint ja an sich erstmal ein etwas unspektakuläres Projekt von mir zu sein. Allerdings ist es das Video, wo ich denke, da ist der Text einfach am besten gelungen. Das ist einfach sprachlich kunterbunt, das gefällt mir einfach, mein Lieblingsreview. So, das war's für dieses Jahr. Hat noch jemand was zu melden? Parappa? Ja, also was soll man denn bitte über den sagen? Der denkt auch, der wäre der allercoolste YouTube-Promi. Dabei ist er nur ein D-Promi, höchstens, sag ich. Ach was, irgendwann hol ich den ein. Seine paar Abonnenten, den luchse ich den Handumdrehen ab. Mit seinen Retro-Sachen, völlig veraltet, sag ich euch. Das war natürlich nur ein Scherz. Nicht, dass ich Hassmails bekomme. Der Typ ist echt super. Und seine Videos sind schon echt was anderes als der normale, andere YouTube-Mainstream. Die Spiele, die er vorstellt, sind es meist echt wert zu spielen und man bekommt einen schönen Einblick. Die meisten Filme sind zwar trashig, aber sehenswert und alles andere schön oldschool. Außerdem ist er ein sehr fähiger Mitarbeiter und hat sich seinen eigenen Schreibtisch in meiner Firma erkämpft. Und so werde ich ihn auch noch mit meinen Bildern aushelfen, wenn er welche braucht. Es macht auch richtig Spaß, an seinen durchdachten Projekten mitzuarbeiten. Ich hoffe doch, dass er uns auf YouTube noch weiterhin erhalten bleiben wird und noch viele, 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 viele Jahre seine Videos hochstellen kann, ohne dass Sony Music Entertainment dazwischenfunkt. Yeah, let's dance the Parappa Dance! Wuhu, Parappa, 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 Parappa. Oh Gott, nein. Ich lasse es lieber mit dem Ding. Das wäre ein Schatz.